was ich mit dir in dieser Folge gerne teilen möchte, ist eine Art 1x1 der Bewusstseinsstufen. Vielleicht bist du auch so ein Mensch, der oder die sich oft Gedanken macht, war das jetzt unbewusst von mir? Habe ich das jetzt bewusst entschieden? Und tatsächlich entscheiden wir einen klitzekleinen Bruchteil bewusst. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Flow to Bloom, deinem Podcast für das Erblühen deiner authentischen Kreativität. Authentische Kreativität, das ist etwas, das wir als Begriff kennen und wir denken da oft an eine kreative Tätigkeit. Dass das sehr viel mehr ist, dass das in uns allen innewohnt als Schöpferkraft, die wir zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst leben, darum geht es in diesem Podcast und ganz speziell in dieser Folge. Mein Name ist Simona Rosser, ich bin Kreativ Life Coach, ausgebildet von Laura Manila Seiler und ich habe einen Workshop gegeben zum Thema intuitives Aufstellen und dabei habe ich auch ein Workbook kreiert und da zusammengefasst sind ganz viele Niederschriften, die ich so intuitiv auch empfangen habe, ganz viele Tools und Techniken auch und ganz viel Wissen aus meiner Arbeit als intuitive Künstlerin auch. Und ich bringe diese beiden Dinge zusammen, also das kreative Künstlerische und die intuitive Arbeit als Coach. Und was ich mit dir in dieser Folge gerne teilen möchte, ist eine Art 1x1 der Bewusstseinsstufen. Vielleicht bist du auch so ein Mensch, der oder die sich oft Gedanken macht, war das jetzt unbewusst von mir? Habe ich das jetzt bewusst entschieden? Und tatsächlich entscheiden wir einen klitzekleinen Bruchteil bewusst. Und dies, solange wir in unserem Alltagsbewusstsein sind, ist das auch genau okay so, weil das ist unsere Aufgabe als Mensch hier. Und in diesem Kurs, diesem Workshop, hatte ich es mir zum Ziel gesetzt, hinter den Vorhang zu blicken und die verschiedenen Bewusstseinsstufen zu bereisen und dabei auch Blockaden, Themen und Glaubenssätze zu lösen. Und ja, wenn ich so die Feedbacks meiner Kursteilnehmerinnen anschaue, dann ist mir das auch gelungen und zusammen ist es auch gelungen, hier einen Raum zu kreieren, in dem ganz viel möglich war, in dem ganz viel Schöpferkraft fließen konnte. Und im Flow haben wir hier einfach auch ganz viel entdeckt. Die Basis dieses Kurses war und ist eine Geschichte, die ich in einer Meditation empfangen habe. Vielleicht hast du schon einmal davon gehört. Ich habe in anderen Folgen schon davon gesprochen, dass ich solche Imaginationsreisen anleite und die Kreativität, deine ureigene Schöpferkraft und auch dein Wahrnehmen, deine eigenen Energie, deines eigenen Seins, dass es das extrem steigert und dass du da sozusagen auf der anderen Seite jenseits des Vorhangs Antworten holen kannst und bekommen kannst, auf die du hier im Alltagsbewusstsein keinen Zugriff hast. Und ich selbst habe das entwickelt aus meinen eigenen Meditationsreisen und dazu nutze ich eine Art Trance-Zustand. Es ist ein leichter Trance-Zustand, also so die Gehirnwellen gehen im sogenannten Theta-Zustand. Und in diesem Theta-Zustand ist man gleichzeitig auch in diesem Flow.
Und das nutzen wir hier. Und ich möchte das einfach mit dir teilen, weil es mir wichtig ist, ein Bewusstsein zu schaffen für die verschiedenen Ebenen, weil wir einfach auch hier wechseln können. Es ist unsere bewusste Entscheidung. Also wenn du ein Mensch bist, der oder die sich damit beschäftigt, wann du bewusst bist, wann du eher nicht so bewusst handelst, denkst oder sprichst, dann ist diese Folge goldrichtig für dich. Und ich bin sicher, du kannst da ganz viel draus mitnehmen. Denke auch daran, das ist eine Art Metaphersprache, habe ich das umgesetzt. Diese Geschichte, die ist eine Metapher. Und die entfaltet sich auch mit der Zeit. Also du kannst die sehr gerne immer wieder hören, kannst sie auch teilen mit Menschen, von denen du denkst, ah, das würde diese Person auch interessieren. Oder vielleicht hast du auch Menschen, mit denen du über solche Dinge sprichst, ein wenig tiefere Gespräche führst. Dann wäre das auch ein sehr guter Aufhänger für so ein Gespräch. Und auch für dich, dass du für dich aufschreibst. Und reflektierst, wann bist du in welcher Stufe unterwegs. Und beachte dabei, es ist überhaupt keine Wertung dabei. Höher ist nicht besser, es ist einfach anders. Und je mehr wir aber die Fähigkeit besitzen, in diesen Bewusstseinsstufen zu wechseln und die bewusst zu wählen, desto kreativer sind wir, desto bewusster schöpfen wir in unserem Leben, desto klarer manifestieren wir, was wir gerne möchten und was auch der Nutzen unseres Wohls ist. Also ich wünsche dir viel Vergnügen beim Anhören und falls du dazu Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden. Ich antworte auf alle Fragen, die an mich gerichtet werden. Und du kannst auch sehr gerne diese Videos liken, diesen Kanal abonnieren. Das unterstützt mich weiterhin solche Videos zu machen und es unterstützt Menschen wie dich, an solches Wissen zu kommen und es hier aufbereitet zu bekommen. Du siehst dann auch, ich habe ein kleines Videochen, ein paar Illustrationen gezeichnet und die da so angeordnet, einfach auch aus Spaß an der Freude am Kreativsein. Ja, das soll das Ganze einfach auf untermalen. Und ja, wir hören uns zum Schluss noch einmal und jetzt viel Vergnügen bei der Geschichte des Bewusstseins. Ich habe ja da so eine Geschichte empfangen mit den Krafttieren tatsächlich. Und das hat sich mir so als Geschichte offenbart, als symbolische Metapher auch, wie Bewusstsein funktioniert und sich bewegt. Und es beginnt mit dem Frosch. Aber zum Frosch sind wir auch geworden. Also das muss ich noch, also darf ich noch dazu sagen. Wir sind nicht als Frosch auf diese Welt gekommen. Und wenn wir aber dann so in unserem Alltagsdasein sind, in unseren Selbstzweifeln, in diesen Situationen, die sich uns zeigen als Lektionen, auch spiegeln im Leben, dann können wir ganz oft einfach in diese Froschwelt eintauchen und beginnen zu quaken, quak, 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 den ganzen Tag. Und es ist wunderschön, einmal diese verschiedenen Ebenen zu durchlaufen und festzustellen, dass man wählen kann, jederzeit. Und der Frosch steht nicht nur für dieses Bewusstsein des, ja, auch ein wenig des Quakens, des Jammens, des Tratschens, dieses Lower Selves. Es steht auch wirklich für diese, ja, dass unsere Grundbedürfnisse gedeckt sein dürfen, damit wir weitergehen können. Und dass wir auch hier gut für uns selbst sorgen dürfen, damit wir diesen Transformationsprozess in die anderen Ebenen auch vollführen können überhaupt. Es steht eben auch für dieses matschige, erdige, auch für den Teich, in dem er taucht und lebt, für das Unterbewusstsein, das wirkt. Und somit auch
für unser inneres Kind, das ganz viel geschlussfolgert hat, das uns auch, dass wir spüren, wenn wir getriggert sind, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und damit gehen wir im ersten Modul im Prozess. Die Geschichte geht so weiter, dass dieser Frosch einmal erkennt, dass er auch aus diesem Sumpf, in dem er ist und herumquakt, dass er auch sich gestört fühlt von diesem Gequake im Außen. Und dadurch beginnt er sich ein wenig zu entfernen, geht ein wenig auch in die Einsamkeit, durchläuft diesen Prozess, indem er einen Grashalm nach oben klettert, feststellt, ich kann nicht nur schwimmen, er kommt ja aus dem Wasser. Ich kann nicht nur an Land sitzen und quaken, ich kann wirklich auch aufsteigen auf diesen Halm. Und von dort oben sieht er auf sein Leben hinunter, auf diesen Froschteich, hört dieses Gequake und nimmt das ganz anders wahr und sagt, ah, guck mal, das war ich und das war gut. Aber jetzt ist es für mich an der Zeit, hier auf diesem Grashalm zu sein und Dinge jetzt erkennen zu können aus dieser Position. Und da beginnt der erste Prozess und der Frosch beginnt so seine eigenen Bedürfnisse zu reflektieren, beginnt sich abzugrenzen, beginnt seine Handlungsmuster zu verändern, weil er Dinge erkennt und integriert und beginnt für seine Bedürfnisse gut zu sorgen. Dadurch ist er in der Lage, zu dieser wunderschönen Libelle zu werden. Auch die Libelle kommt aus dem Wasser, als Nymphe, ist an Land gegangen und dann diesen Grashalm eines Tages hochgeklettert. Und dieser Prozess, bis sie feststellt, dass sie ja fliegen kann, der durchläuft man dann in der zweiten Phase. Also die eigene Größe zu erkennen. Hier auch festzustellen, welche Anteile wirken in mir, wie spreche ich mit mir selbst, wie könnte ich das anders machen, also wie könnte ich auch meine inneren Anteile nutzen für mich. Und das ist dann diese Phase, in der man mit diesen inneren Stimmen, auch mit der Intuition in Kontakt kommt und damit kreativ wird. Es geht immer um dieses Bewusstsein der Kreativität, der Möglichkeiten. Und dadurch entdeckt dann die Libelle, dass sie die Flügel spreizen und fliegen kann. Und fliegt dann über diesen Teich, über diese Wiese, über diese Wälder. Sie hat andere Bewegungsmöglichkeiten und sie kann jetzt frei wählen. Möchte sie unten im Sumpf bei den Fröschen sitzen? Möchte sie hinauffliegen? Möchte sie eine Wiese durchqueren? Und sie wird immer mal wieder runter zu den Fröschen gehen. Das ist die Bewegung nach oben und unten, die unser Leben auch ist. Und das ist genau gut so. Und dass sie ihre Flügel ausgebreitet hat, kann sie ihre eigene Größe erkennen, ihre Selbstwirksamkeit, ihre Eigenmacht, die sie hat, über sich zu entscheiden, wo sie sein möchte. Und ihre inneren Anteile mit ins Spiel zu nehmen, proaktiv, schöpferisch. Und dann beginnt der nächste Prozess und sie wird zur Schwalbe. Und die Schwalbe, die unternimmt weite Reisen. Die reist weit. Sie ist ausgerichtet nach ihrer ganz stark verankerten Intuition. Sie richtet sich nach den Sternen aus, also sie hat so einen Leitstern, eine Vision, der sie folgt. Sie orientiert sich daran und auch wenn es regnet, wenn sie nicht fliegen kann, weiß sie, da oben ist dieser Stern, nach dem ich mich ausrichte, oder die Sterne. Und da unten ist die Erde, die mich hält und von der ich komme. Ich bin geschlüpft, also ich war auch im Wasser, in diesem Ei, bin geschlüpft auf die Erde, bin dann geflogen. Und jetzt bin ich überall zu Hause und sie hat diesen Weitblick. Und da gehen wir da auch wieder ganz tief rein in diesen Prozess. Und dadurch, dass wir dann anschauen, was ist unsere Selbstwirksamkeit, was ist unsere Eigenmacht, was ist unsere Vision,
unser Leitstern, den wir folgen, werden wir zum Adler. Und der Adler, der ist dann auch nicht mehr so in der, so dass er die halbe Welt umkreist, sondern er geht wirklich in die Höhe. Er kann unglaublich hoch aufsteigen auch. Und er wird so zu seiner eigenen Majestät. Er wird zum Meister seines Kanals. Und er beginnt in diesem Bewusstsein Dinge auch anders zu durchdringen. In einem gewissen Sinne vergeistigt er sich auch, aber ist auch ebenfalls überall zu Hause. Also er ist auch mit der Erde verbunden. Er ernährt sich von der Erde, er lebt auf der Erde, verbringt aber unglaublich viel Zeit in den Lüften und wohnt auch hoch oben in seinem Horst in den Bergen. Also er wohnt nicht mehr unten. Und durch diese veränderte Perspektive wird dann auch dieses Bewusstsein des Higher Selves immer mehr Einzug finden und auch diese Aspekte von Vergebung, Energie erkennen können, Energie lesen können, energetisch wirken. Das ist sein Hoheitsgebiet. Und wenn er sich dann wirklich auch nach den Sternen auszurichten beginnt, nach den Planeten auch, also er ist auch in diesem Seelenwissen beheimatet. Und dann kann er wirklich auch dieses Erdenfeld durchdringen mit seinem Geist und wird dann eben zu diesem All-Eins-Bewusstsein mit dem verschmelzen können. Und das ist so diese letzte Ebene, von der wir dann sprechen, dass man da wieder den Kreislauf schließt, weil man dann sich nicht mehr abgrenzt zu irgendwas und diese Polarität verlässt und erkennt, dass dieses Wirken auf Erden, diese Lektionen dazu gedient haben, in diese Verbindung zu gehen. Das ist dann der letzte Teil. Das ist so diese Geschichte, die ich mit diesem Kurs erzählen möchte. Und das erste Modul, wie gesagt, dreht sich um den Frosch. Und da werden wir beginnen, die Bedürfnisse anzuschauen und das innere Kind zu Wort kommen zu lassen. Und hier geht es mir wirklich auch darum, nicht dieses Froschkind zu sehen, das verletzt wurde, sondern diese Qualquappe, die im Wasser schwamm, also dieses pure Reine, das sich noch erinnerte. Darum geht es auch. Wir werden mit beiden in Kontakt gehen heute. Ja, und ich wünsche dir, dass du damit jetzt im Prozess gehen kannst mit dieser kleinen Geschichte und schreibe dir auch unbedingt auf, geh hier in die Selbstreflexion. Ich empfehle auch immer meinen Coaches, dass sie so wie ein Buch führen, bei dem sie alle ihre Eingebungen und Ideen aufschreiben und hier auch Fragen reinschreiben. Und auf die Antwort lauschen, intuitiv diese Antworten empfangen und niederschreiben. Und falls du ein paar Fragen von mir noch haben möchtest, im Nachgang jetzt zu diesem Film, dann kann ich dir ein paar Fragen jetzt noch liefern. Und ich wünsche dir aber dann damit eine gute Me-Time, die du dir selbst gönnst, eine kreative Auszeit, in der du dich mit deiner Intuition verbindest und diese Fragen für dich beantwortest. Wie du dich mit deiner Intuition verbinden kannst, dazu findest du auch mehrere Videos hier auf diesem Kanal. Und falls dich das interessiert, kannst du dir das auch noch anschauen. Nun zu den Fragen. Du kannst dich hier also fragen, in welcher Ebene befinde ich mich am meisten? Also bei welchem Tier, in welcher Phase ist dir so das Herz aufgegangen und du hast
hier auch Resonanz verspürt. Du kannst dich auch fragen, wo möchte ich hin, was ist mein Ziel? Und ebenso kannst du fragen, was kommt von außen auf mich zu als äußerer Einfluss, das mich dazu bewegt, oft auch unterbewusst, unbewusst diese Ebene unten zu wechseln. Was kommt in dein Leben und unterstützt dich darin, nach oben zu wechseln? Und dann sei dir bewusst, dass du selbst die Schöpferin deines Lebens bist, der Schöpfer deines Lebens bist, und reflektiere darüber, was du selbst in innerer Arbeit tun kannst, um deine gewählte Ebene öfters einzunehmen. Ich wünsche dir viel Vergnügen und viel Spaß, viel erhellende, erleuchtende Momente mit diesen Fragen. Schau dir das Video noch einmal an. Manchmal braucht es eine Zeit, bis man die Tiefe dieser Geschichte erkennt. Und wie gesagt, teile es sehr gerne auch mit anderen Menschen, von denen du denkst, sie könnten damit was anfangen, das könnte ihnen was bringen, damit machst du ihnen auch ein großes Geschenk. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir alles Gute und bleib im Flow.